Und willkommen zurück zum Splinter Cell Pandora Tomorrow. Vielleicht sogar der letzte Folge. Weil es ist schon sehr, sehr nah am Ende. Habe ich nochmal nachgeschaut. Also es sollte eigentlich das letzte sein. Aber diese Licht kann ich hier nicht ausschießen, ne? Leider nicht, Gitter. Und ich soll jetzt einfach da durch, oder wie? Töten Sie Sod. Minister, arbeiten Sie hier? Tun Sie mir so nicht. Wofür das jetzt konnektiert? Wäre schlecht. So was von. Oh ja, hau bloß ab, du von mir. So, Problem Nummer 1 wäre schon mal weg. Ich hoffe jetzt nur, dass der andere keinen Alarm ausgelöst hat. Quasi das gehört und gleich Alarm auslöst. Weil dann wird das echt beschissen. Metal Gear Solid 2 habe ich durchgespielt, Gott sei Dank, jetzt bin ich auch viel, viel entspannter. Ich bin jetzt auch im Urlaub. Ja. Aber viel zu tun im Urlaub, ich kann mich nicht entspannen, es geht nicht, tut mir leid. Auch wenn es eigentlich mal sollte. Nein, ja. Was? Nein, echt jetzt? Licht ausschießen ist scheinbar verboten hier. Mit einem Doppelschuss. Ja, okay, das ist sehr interessant. Der ist ja schon mal weg. Es kommt der. Ich muss mal für eine Sekunde weg. Kein Problem, ich passe hier auf. Für Sekunde. Aha. Jetzt wird's knifflig. Hey, das ist Sperrgebiet. Hey. Hallo? Da ist niemand. Ah, schwer so beschissen. War vielleicht auch nicht. Ist ja besser so. Ist auch besser so. Schnauze.
Aber ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Wird immer knapper, ey. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Feiern, zocken die ganze Nacht. Der Zugangscode lautet 5325. 5 3 2 3 5 5 3 2 3 5 5 3 2 5. Sehr schön. Das muss ich immer wieder sagen, weil sonst kann ich es mir nicht merken. Das wäre ja Horror pur für mich. Sag bloß, ich brauche nicht den. Jemand da? Ja, ich bin's nur. Hast du Martin gesehen? Nein, ich habe das Gefühl, dass irgendwas schief läuft. Mach keine Witze. Ich sollte ihn oben treffen. Wir müssen den Boss schützen, bis wir von hier verschwinden. Vor allem der Kamera, ne? Der vorne schwierig ist. Aber ich nehme den Typen doch mal vorsichtig mit. Der kommt. Ja, nee, ich lasse ihn liegen. Ich lasse ihn liegen. Das ist nicht gut. Du bist auch nicht gut. Wirklich nicht gut. Scheiße. Kein Taser mehr. Nur noch die eine. Und der Kamera. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was zur Hölle? Genau das ist die Frage. Ich hoffe, deine Antworten kommen auch so prompt. Wo sind Zoth und der ND-133? Wer ist Zoth? Poindexter, Pinguin, welchen Namen er auch immer benutzt. Wo ist dein Arbeitgeber? Was auch immer sie wissen, es wird ihnen nicht helfen. Bevor sie ihn kriegen, ist es für euch alle zu spät. Ich mag deinen Akzent. Wo kommst du her? Zum Teufel mit und... Sei nett. Wo kommst du her? Virginia. Du bist Amerikaner? Und bedrohst Amerikaner? Ja, Amerikaner. Aber es ist nicht mehr das Amerika, das es sein sollte. Und es gibt kaum noch echte Amerikaner. Töten Sie mich. Ich bin bereit. Okay. Du kannst wieder bleiben. Kann man die Kamera ausschießen? Ich glaube nicht. Deswegen nur mal Speicher voll. Genau deswegen. Ich kann jetzt auch noch für die schwarzen Bösen. Ja. Und das wäre schon ein Stromverschwendung. Gut, mit einem Pistole Stromverschwendung. Cool, geil, sehr gut. Muni-Verschwendung. So, du siehst mich hoffentlich nicht, oder? Sehr schön. Das Hallophon läutet. Hallo. Ist da jemand? Nein? Natürlich, Ma'am. Natürlich. Nein, das habe ich nicht gemeint. Ich wollte das wirklich nicht vorschlagen. Wenn Sie mir nur Ihr ursprüngliches Ziel sagen würden. Ich verstehe das. Ich verstehe. Da
Darüber diskutiere ich nicht mit Ihnen, Ma'am. Wenn Sie mir Ihren Zielflughafen nennen, vielleicht. Natürlich, Ma'am, Albuquerque. Aber wenn Sie mir nicht sagen... Ja, Albuquerque, ich diskutiere das nicht mit Ihnen. Hören Sie, die andere Leitung klingelt. Könnte ich... Verzeihung, ich verstehe und werde versuchen... Eine Sekunde. Hey, können Sie mir bei den Anrufen helfen? Tut mir leid, ich bin sehr beschäftigt. Nur 5 Minuten, Kollege, komm schon. Ich sollte schon seit einer halben Stunde weg sein. Hör mal, wer ist dein Vorgesetzter? Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Jones. Jones? Jones wer? Ed Jones. Ich muss gehen, ich bin sehr beschäftigt. Hey, warte, wie heißt du? Ich werde... Ich wollte das wirklich nicht vorschlagen. Nein, das habe ich nicht gemeint. Natürlich. Ich verstehe das. Ich verstehe. Natürlich, Ma'am. Wenn Sie mir nur Ihr ursprüngliches Ziel sagen würden... Verzeihung. Boss, können Sie mich hören? Meine Deckung könnte aufgeflogen sein. Ich brauche Instruktionen. Sind Sie da? Ich kann den Angestellten töten, bevor er Alarm schlägt. Ich habe nicht viel Zeit. Ich muss handeln. Wiederhole. Ich töte den Angestellten. Ich glaube, ich sehe etwas. Scheiße! Jeder Greifer genau bei Mockhot nicht reagiert. Leider nicht reagiert. Ach, sehr viel Schwierig hier, oder? Natürlich, Ma'am. Natürlich. Nein, das habe ich nicht gemeint. Ich wollte das wirklich nicht vorschlagen. Wenn Sie mir nur Ihr ursprüngliches Ziel sagen würden... Ich verstehe das. Ich verstehe. Darüber diskutiere ich nicht mit Ihnen, Ma'am. Wenn Sie mir Ihren Zielflughafen nennen, vielleicht... Natürlich, Ma'am, Albuquerque. Aber wenn Sie mir nicht sagen... Ja, Albuquerque, ich diskutiere das nicht mit Ihnen. Hören Sie, die andere Leitung klingelt. Könnte ich... Verzeihung. Ich verstehe und werde versuchen... Eine Sekunde. Ich wollte das wirklich nicht vorschlagen. Nein, das habe ich nicht gemeint. Natürlich. Ich verstehe das. Ich verstehe... Natürlich, Ma'am. Wenn Sie mir nur Ihr ursprüngliches Ziel sagen würden... Verzeihung. Du sagst mir jetzt genau, was du hier zu suchen hast. Das ist ein Missverständnis. Ich bin nicht, wofür Sie mich halten. Interessant. Und für wen halte ich dich dann? Aufhören! Sie machen einen Fehler! Wenn ich dich töte, sicher nicht. Sprich mit mir. Der Boss wird es auf den Wartungsstegen auslösen. Sonst weiß ich nichts. Selbstverständlich. Dass der da hinten den Gespräch nicht hört, das ist ein Wunder. Nein. Körper, genau. Wie gut ist es quasi Schwarz-Weiß-Kamera ist, ohne Scheiß. Ich weiß, sie Nacht sieht. Sie haben keine Wahl. Sie müssen sterben. Ach, Kim. Körper, dankeschön. Bei neuen Controller bin ich schon am Schauen. Leider brauche ich wieder neuen, da ich bei Metal Gear zu sehr aufgeregt habe. Durch den blöden Zeitdruck. Mehr ärgerlich als ärgerlich kann das nicht sein, ist ja klar. Für mich war das extrem ärgerlich. Aber bei neuen muss ich dann wirklich höchst zusammenreißen und aufpassen.
damit er nicht noch einer kaputt geht, weil es wird immer teurer. 60 Euro das Originale. Ich hoffe, dass es eine gute Controller wird und keine Billigproduktion. Hatte ich leider schon sehr häufig ein Original gehabt, aber die Steuerung ging überhaupt nicht. Das war ja mehr als bitte. Das war damals wirklich happy. Fischer, du musst erst alle Terroristen in diesem Bereich erledigen, bevor du weiter kannst. Alle Terroristen, aha. Warte. Zählen die da ja auch als Terroristen? Da muss ich jetzt schnell schauen. Falls ich kontrollieren. Da muss ich jetzt wirklich kontrollieren. Ne, jetzt einfach Scheiße bauen, abhauen, tschüss. Ne? Verdammt, Fischer. Es sollte keine Toten geben. Die Mission ist beendet. Der rechte ja, der linke nein. Alles klar. Der rechte ja, linke nein. Verdammt, Fischer. Doch nicht. Es sollte keine Toten geben. Die Mission ist beendet. Okay, dann schaue ich mal beim linken. Ja, man muss leider alles ausprobieren, ne? Sonst haben wir ein Problem. Zivilisten. Nein. Hä? Warum auf einmal ja? Also der linke war auf jeden Fall Terrorist. Und das ist sicher. Okay, was ist mit hier oben? Ich mache jetzt auch mal so als Freischuss. Fischer. Der ist auch ein Terrorist, alles klar. Jetzt pass auf, Entschuldigung für die Unterbrechung, aber ich möchte keine Muni verschwinden, so wie gerade eben. Deswegen nochmal richtig auf. Genau. Gute Arbeit, Fischer. Bis auf Soth Leibwache sind alle erledigt. Nach dem Funkverkehr zu urteilen, befinden sie sich bei Soth. Wir sind ziemlich sicher, dass er sich auf den Wartungsstegen über der Abfertigungshalle aufhält. Schalte ihn und seine Begleiter aus und nimm den ND-133-Behälter an dich. Alles Zivilisten. Okay, aber Frage sagt, wo der ist. Da vorne oder draußen? Guten Morgen, der Herr. Guten Morgen.
Kein Stress am Morgen. Ah ne, bei mir ist eigentlich schon Abend, also. Ja, es wird wieder früh dunkel. Man merkt schon. Du bist auch zum Glück wieder ein bisschen kühler. Klar bin ich froh, dass Sommer ist. Ist auch meine Lieblingssommerzeit. Frühling am meisten. Winter eher weniger, weil da die Busse immer zu spät kommen. Ziemlich spät sogar. Nächster. Ganz ruhig da hier. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Bloß kein Alarm. Der Fernseher sieht geil aus. Hm? Echt? Ach, der gibt den alleine. Seltsam. Sehr schön, sehr schön. Komm rein, komm rein, komm rein, ja. Schön brav sein, ja. Du hast nichts gehört. Gar nichts. Freundchen. Null. Du bist taub in der Oma. Noch tauber. Muss ihn eher Anno töten. Wer war das? Oh, ist es wieder der. Nee, der eine, ne? Nicht der Weiße. Zivilisten. Ja, junger Mann, du kommst auch noch dran. Mhm. Sorry. Muss sein. Der Weiße glaub leben lassen, den grünen Mann erledigen. Wie immer speichern, um auszuprobieren. Ich kann mir das nie merken, nie. Verdammt, Fischer! Es sollte keine Toten geben! Die Mission ist beendet! Ja, gut, heute doch die Weißen. Oh. Oder Quarkon davor. Und jetzt ist es komplett falsch liegt. Verdammt, Fischer! Es sollte keine Toten geben! Die Mission ist beendet! Gar kein davon, alles klar. Gut, passt, warum nicht? So die Tochter verpasst haben wir den Schwarzen. Um sicher zu gehen. Verdammt, Fischer! Es sollte keine Karten geben! Die Mission ist beendet! Wir haben kontrolliert, es passt, also können wir Ski abhauen. Ja, sicher geht vor, Freunde. Da müsst ihr auch durch. Da müsst ihr als Blindspieler auch durch. Ganz blind ist es für mich nicht. Aber ich kann mir halt nichts merken. Das ist das, was mich triggert. Lernschwierigkeiten sehr, sehr stark. Das heißt, ich muss immer wieder alles erneut lernen.
Ne? Wir haben einen Hinweis, wo sich Soph aufhalten könnte. Er scheint sich in der Abfertigungshalle unter dir zu befinden. Fischer. Wir müssen das genau wissen. Suche Soph in der Abfertigungshalle. Wir müssen ihn identifizieren. Der kam mit dem Bein schon wieder. Möglicherweise bin ich zu weit weg. Versuch's vom Balkon aus, die Rolltreppe runter. Bei mir ist das Problem auch, man merkt es auch schon bei den meisten Let's Plays, weil ich das immer und immer wieder machen muss und schon bei kleinsten Fehlern, was mir nicht passt, wäre ich so schnell aggressiv, Leute. Das ist ja asozial. Nein! Boah! Sticker-Kamera, ne? Ja, dicker. Kann ich hier Muni sparen und gibt der gleich einen Arm? Nein. Schön die Lichter, schön die Lichter. Nicht verschwinden. Noch. Fischer, finde Soph im Bereich unter dir. Benutze Wärmebildgerät und Fernglas. Und Fernglas. Okay, wir haben ihn. Bestätigt. Er hat den letzten ND-133 Behälter. Okay, vielleicht wollte ich die anderen schneller schießen. Vielleicht. Schwierige Situation, ey. Vor allem die ganzen Lichter. Große Lichter sind schon mal weg, klar. Nein. Ich glaube, wir müssen doch runter, oder? Nicht nach oben. Der Aufzug hat angehalten. Danke, Lambert. Softs Leute haben oben den Strom abgestellt. Sie schalten alle möglichen Störquellen aus. Du musst darauf, schnell! Wenn du dir einen Weg durch den Notausgang bahnen kannst, gelangst du zu einem schmalen Durchgang, der dich zu den Wartungsstegen bringt. Los geht's. Wir haben nicht viel Zeit. Ah ja. Einfach aufschießen, nicht schraufen, ne. Alter, das ist ja schon so krank, ey. Eine kranke Nummer, da müssen wir echt niemals trauen. Nie. Da echt richtig Schiss gehabt. Muss ich da rein? Ach, Leute. Ich muss auch nicht wirklich da rein, oder? Nee. Der ist tot, aber sowas von. Sam Fischer, tut mir leid. Ich will nur was ausprobieren, ja? Ich bin echt unschuldig. Ich hab nur die Kreistaste gedrückt. Nur. Ich muss ja nur noch hoch, weil einfach da raus, da runter. Nee, glaube ich jetzt nicht.
Außer ich bin wieder an der falschen Stelle hochgeklettert. Was zum Teufel? Ah ja, normal speist es durch, falls sich das wieder abstürzt. Wie es aussieht, gibt doch ein HD-Toliquid, ne? Ein Taser kam schon in der PlayStation E3. Also kann schon echt mit viel Glück schon ein Remake da sein. Würde mich echt mega freuen. Aber sowas von. Hallo, da drüben vorne. Nein. Ach Junge, du nervst. Echt. Nach unten. Ich habe nicht die Ewigkeit. Es ist eigentlich, wenn ich jetzt richtig liege, das letzte Folge. Normalerweise. Also möchte ich schon schauen, dass ich zum Endboss hinkomme. Warum komme ich jetzt da nicht runter? Und da geht's ja wieder zurück, ist ja klar. Oder? Nein. Hey, was? Warum? Warum und weshalb? Würde ich jetzt gerne wissen. Im Fahrstuhlbereich kenne ich mich leider nicht aus, gebe ich auch ehrlich zu. Ich bin doch kein Profi. Aber für die Security-Leute, die dürften es eigentlich wissen, was da am besten zu tun ist. Dunkel, hell. Da war jetzt der Schlange abgehauen. Alles ist aus, bis auf den in der Mitte. Nee. WTF. Oh, das ist so lang da und dort. Nee. Also okay. Hä? Willst du jetzt verarschen, oder? Ach, das ist älter, wo ich muss, okay. Ich bin's. Wie sieht die Anzeige aus? Nur eingehende Flüge, wir sprachen darüber. Richtig, richtig. Wie steht's mit den Mittelstrecken- und Vegas-Flügen? Ich will nicht loslegen, bevor sie ausgestiegen sind. Ja, aber sind sie denn raus? Ausgezeichnet. Nur noch ein paar Minuten. Over. Das sieht für mich nicht wie ein Unfall aus. Die Jungs von der Sicherheit haben das schon überprüft. Du brauchst einen Meißel, um die Bolzen so zuzurichten. Wie auch immer, reparieren wir es. Ich habe in einer Stunde Feierabend und habe keine Lust auf Überstunden.
Die ist, glaube ich, auf Spot. Oh, das ist noch lange Überstunden. So. Ich glaube, das ist tatsächlich der Endbossraum. Werden wir doch gleich sehen, Freunde, ne? Werden wir gleich sehen. Ich speichere noch mal auf die 1. Ja, auf die 1. Um sicher zu gehen. Kriegst du erstmal mit mir mit? Oh. Scheiße! Der macht mich Alarm. Immer die Steuerung. Hier ist nichts. Das bedeutet nichts Gutes. Was ist das? Was zum Teufel ist hier los? Das bedeutet nichts Gutes. Number one. Aber ganz schnell. Aber ganz schnell. Und tschüss. Da ist jemand. Alter, das wird knapp, ey. Aber sowas von mir. Jetzt alle Alarm auslösen, war es das endgültig. Aber sowas von. Ah, da oben. Ich hatte wohl Halluzinationen. Vielleicht nur der Zug. Boah. Melissa, arbeiten Sie hier? Hier ist nicht. Hallo? Melissa? Du bist auch nicht gut. Ich hatte wohl Halluzinationen. Du bist gar nicht gut. Was zur Hölle? Aber so richtig nicht. Hier ist nichts. Boah. War vielleicht Melissa. Arbeiten Sie hier? Aber Frage ist halt, ist, was ich zu tun habe. Ganz nach oben die ausschießen? Wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Ach, da geht's auch noch weiter hoch. Okay, nee, da gehe ich noch mal runter. Runter, danke schön. Hier
da hoch. Ich will da hoch. Ich hatte wohl Halluzinationen. Ach so, einfach aus dem Jacke. Warum nicht? Warum nicht? Auch Gitter, auch Gitter. Regal zu Feuer, Gas, wo ich leider nichts anfange. Oh nein, ich muss ja jetzt nicht mehr hoch, oder? Bin auf der falschen Seite jetzt am Hochkommen. Warte, bitte speichern. Jetzt umsonst laufe, da muss ich nur mehr laufen, nur mehr laufen, nur mehr laufen. Nee, danke. Schnauze. Da muss doch die Leiter noch oben gehen. Da muss eine noch oben gehen. Ah, oh, Mann, ich bin doch irre. Dann heißt es ganz nach oben. Ganz rauf, dankeschön. Ja genau, nur mehr schießt, um sicher zu gehen. Witzbold. Ganze Zeit fehlt der. Achso. Dafür werden wir nicht bezahlt. Soll es aber nicht über die Zeit, oder? Weil die Zeit habe ich jetzt gar nicht gesehen. Achso. Nur wenn ich identifiziert bin. Dann kleiner Movi. Ovi. Runter. Fangen wir mal so. Phänomenale Arbeit, Fischer. Nicht nachlassen. In wenigen Minuten haben wir hier viele tausend Tote. Hol den ND-133 Behälter. Ja, Chef, wo? Lieber Chef. Wo ist es? Ich hab den Behälter. Es sind noch 11 Minuten auf dem Timer. Verdammter Mist! Das sind 5 weniger als wir dachten. Selbst mit der Osprey bekommen wir es nicht aus LE raus. Wir müssen den Behälter irgendwie versiegeln. Es müsste ein Behälter aus gehärtetem Stahl sein. Er muss der Dekompression widerstehen. Wir evakuieren den Flughafen. Das sollte die Zahl der Opfer unter 1000 halten. Fischer, vielleicht kommst du schnell nach unten. Wenn wir den Behälter im Untergeschoss dekomprimieren, reduzieren wir die Zahl der Toten vielleicht auf ein paar Dutzend. Ich habe eine bessere Idee. Passt. Die Pflicht ruft. Sehr schön.
Mission erfolgreich. Ach, ist das Spiel schon durch? Nee, das war nicht der Endboss, oder? Geister können nicht sterben. Hä? Das war doch nicht der Boss. Das war echt das Ende von Teil 2, das könnt ihr mich jetzt erzählen. Junge! Warum ist das Ende so schlecht? Da war das Ende von Teil 1 doch besser. Oh Leute, liebe Entwickler, nee. Das hat doch kein richtiges Ende. Das ist kein richtiges Ende für dich. Bombe entschärft, klar. Und der ist jetzt wahrscheinlich im Knast und nee, tot. Und das ist kein richtiges Ende. Irgendwo ist geht ab. Ich hätte jetzt noch gedacht, mit der Bombe noch schnell runterflüchten zum Laufen, da wäre es was anderes gewesen, klar. Aber so. Oh, von Teil 2 bin ich ein bisschen enttäuscht. Muss ich ehrlich zugeben. Muss ich wirklich zugeben. Teil 2, das ist jetzt echt traurig. So, wo ist bitte? Zum Schluss zeige ich immer die Trophäen. Außer ich habe ja einen schon 100% etwas, dann zeige ich das euch am Anfang schon, aber ich suche jetzt. Nee, nicht Resident Evil, das kommt aber auch noch auf dem Kanal. 7 und 8 habe ich auch schon auf Platin. Ja. Sonic kommt noch auf jeden Fall, ich weiß aber nicht wann und wie. Die Evil Within habe ich auf 100%. Da ist bitte Silpatro Tomorrow, was habe ich da erreicht? Veteran habe ich noch vor. Die perfekte Tarnung. Ja, wenn das Alarm nicht wäre, die eine Mission, hätte ich das vielleicht geschafft gehabt. Nee, leider nicht. Ohne zu sterben, du hast einen Arsch auf, Junge. Wie soll das denn gehen? Oh, Junge. Also da muss ich mir noch gut überlegen, wie ich das mache. Ohne Medikit zu verwenden. Ja, genau, hau doch ab. Oh, nee. Also wirklich, ohne zu sterben, ohne Medikit. Alter, ihr habt euch echt einen gewaltigen Hintern offen. Schließt das Spiel nur unter Verwendung der 5-7 des Sekundäres.
SC-20 ab. Nur mit der Waffe? Das ganze Spiel? Nee, nee, Leute, also locken sie Pfeifen 50 Personen und schlagen sie nieder. Erfolgreich umgekommen zu sein. Locken sie, also was haben wir schon? Schlafen, Feinde, Licht aus. Spannung pur, löst sie zwei Alarme aus und schließt die Mission trotzdem erfolgreich. Hä, das. Also nur zwei Alarme, ja gut, da ich habe ja drei, vier oder vier Alarme ausgelöst. Das war ja natürlich Scheißsituation damals. Notarzt verwenden sie 10 Medikits. Überraschung, ergreifen sie 10 Wochen gleich, nachdem sie das Licht eingeschalten haben. Nummer, ich hoffe, jetzt konnte also mein Mikrofon keine Fax machen. Nummer sicher, verwenden sie bei 13 Türen alle 30 Modi, bevor sie zu öffnen. Also das haben wir, genau, das ist aber ein bisschen komisch wie. Stören sie 5 Kameras, um ihr zu vorbeizukommen. Retten sie Franziskus Farmkreis Gold. Goldbeuf. Ein Schuss Scharfschützmus 10 Wochen. Okay. Schließt sie in die Mission innerhalb von 50 Minuten ab mit dem Zug erhalt. Hals einfach, aber sowas von. Deilertal überlebt. Liebe Freunde, also wenn ich das auch noch abschließen soll, bei Split, deshalb bin ich echt nicht sicher, ob das wirklich tun soll. Metal Gear ja, aber da sind echt Aufgaben dabei hier. Bei Split ist ja wohl entdeckt, nee. Ohne Medikit, nur die eine Waffe plus ohne Alarm komplett. Einfach durchlaufen. Ohne entdeckt zu werden, ohne Alarm, auch bei Spannen und Laden. Hier! Aber sowas von. Bei Teil 3 war schon genauso. Ja, Freunde, damit ist Split Cell Pandora Tomorrow tatsächlich abgeschlossen. Ein komisches Ende. Ich verstehe selber nicht, warum, weshalb. Vielleicht erfahren wir das bei Chaos Theory. Das beginnt vielleicht auch schon bald. Aber muss ich mir noch überlegen. Ansonsten, liebe Freunde, haut rein. Lasst ein Like und Abo da. Tut mir vielleicht fürs lange Warten, aber ihr habt großes Geduld. Jeder Abonnent ist herzlich willkommen. Um nichts mehr zu verpassen, lasst gerne die Glocke da. Die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Like und Abo da lassen. Und ansonsten, danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Projekt. Und das wird 100%, das muss ich mir noch stark überlegen. Noch sehr, sehr stark. Liebe Freunde der Sonne, haut rein. Habe die Ehre.